Euronormen, Stickoxide, Ruß- und Dieselfahrverbote. Einen Dieselmotor unter der Haube zu haben, gilt schon lange nicht mehr als schick. Der Freiburger Chemiker Ingo Crossing sieht im Verbrennungsmotor nicht in jedem Fall eine Dreckschleuder. Er forscht an einem Kraftstoff, den man bald mit dem Dieselauto tanken könnte. Oxymethylenether heißt die Flüssigkeit mit Zukunftspotenzial, die er perfektioniert. Im Gegensatz zu Diesel ist Oxymethylenether völlig ungiftig und verbrennt ohne Rückstände. Jetzt wollen wir uns das Ganze mal anschauen. Ich fange mal an mit dem Diesel. Der Diesel brennt, wie man das kennt, schön mit einer gelben Flamme. Was heißt, da sind Rußteilchen drin. Und wenn Sie jetzt hier daneben den Oxymethylenether anschauen, dann brennt der fast farblos. Wenn Sie diese Keramikplatte hier lange, lange Zeit direkt in dieses brennende Oxymethylenether reinhalten, dann sehen Sie, wenn man das jetzt hinlegt, ist es vollkommen unverändert. Da ist gar kein Rußteilchen hängen geblieben. Und wenn Sie das Ganze jetzt mit dem Diesel machen, dann halten Sie das dann nur ganz kurz rein und Sie sehen sofort, Sie haben die Rußteile drauf. Dass es keinen Ruß gibt, wenn man Oxymethylenether verbrennt, ist das eine. Das andere ist, dass auch keine unsichtbaren Stickoxide mehr entstehen. Wenn ich einen Dieselmotor mit diesen Oxymethylenethern betreibe und die Abgasuntersuchung mache, kann ich ohne Abgasrückführung, direkt ohne Veränderung, die EU-Norm 6 schaffen. Die Verbrennungsuntersuchungen legen nahe, lassen Sie mich das so rum sauber formulieren, dass man es auch schaffen würde, die Luft, wie in Stuttgart zum Beispiel, was in einem Kessel liegt, was stark von Partikeln und von Schadstoffen belastet ist, dass die nachher gereinigt wird durch so einen Antrieb. Der Kraftstoff, mit dem man sozusagen beim Autofahren Frischluft erzeugen kann, ist noch relativ teuer. Ein Liter kostet in der Herstellung 3 €. Und man braucht die doppelte Menge davon, um mit dem Auto gleich weit zu kommen wie mit dem herkömmlichen Diesel. Die Markteinführung von Oxymethylenether ist trotzdem in Reichweite. Das ist sicherlich was, was in einem 10-Jahres-Horizont geschehen kann. Und dass man am Ende dann einfach auch Anlagen aufbaut, die dann im 100.000-Tonnen-, im Millionentonnen-Maßstab pro Jahr das Ganze herstellen können. Wie gesagt, der große Vorteil, das kann eben eingeschleift werden, weil Sie die normale Infrastruktur nutzen. Sie können die Tankstellen nutzen, Sie können die Tanklaster nutzen, Sie können die Pipelines alles nutzen, Sie können die ganz normalen Autos darauf umstellen. Und das ist, glaube ich, schon ganz sinnvoll. Die Entwicklung von Oxymethylenether als Dieselersatz zeigt eine neue Möglichkeit für umweltfreundliche Mobilität. Batteriebetriebene Fahrzeuge sind doch nicht so alternativlos, wie das oft angenommen wird. So einfach ist das Leben einfach nicht. Es wird auch in Zukunft Bedarf für Verbrennungsfahrzeuge geben, die Verbrennungsmotoren haben. Es wird aber auch ganz viel Elektromobilität geben. Aber auch hier muss man immer auch schauen, welche. Auch hier gibt es welche, die sind nachhaltig und welche, die nicht so nachhaltig sind. Und aus meiner Sicht heraus wird die Zukunft eine bunte sein in verschiedenen Technologien, wo sich eben dann auch im Wettkampf der einzelnen Bereiche herausmändeln muss, wer wo die beste Technologie hat.